Hallo mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Was kommt ab dem morgigen Tag, Montag, Dienstag und Mittwoch auf dich zu? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Noch eine Karte. Ich habe das hier noch etwas umgestellt. Noch eine Karte möchte ich hier raus. Noch eine Karte.
Du möchtest noch eine Karte gleich rausschauen, dass du das alles sehen kannst. Stell das gleich noch etwas um. Noch eine. Viele Botschaften hier einmal für dich. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Sehr hohe Arkana sind hier gefallen. Was möchte jetzt auf dich zukommen? Es ist wie, als ob das Tor Avalons geöffnet wird. Das bekomme ich hier gerade rein. Hier zeigt sich eine Situation, wo du eine klare Entscheidung getroffen hast oder er oder sie eine klare Entscheidung getroffen hat. Und zwar jemand aus der Vergangenheit. Jemand aus der Vergangenheit möchte erneut in dein Leben. Du bist hier sehr kühl, distanziert und weißt nicht recht. Das kann hier auch im Freundschaftlichen sein. Das kann im Familiären sein. Jemand möchte zurückkehren, ja? Hier kann es auch um das Ausland sich handeln, ja? In jeglicher Form berufliche Gegebenheiten, wo hier sehr, sehr schnell gehandelt wird, wo viele Entscheidungen auch getroffen werden. Dazu komme ich einmal gleich. Ich sehe, dass du hier diesbezüglich in die Entscheidungskraft kommst oder jemand aus der Vergangenheit möchte diesbezüglich deiner eine Entscheidung treffen. Hier zeigt sich die Königin der Schwerter in Kombination der Page der Kelche, ja, der Bube der Kelche. Und hier denkt jemand sehr, sehr viel nach. Einmal, was die Liebe beinhaltet, denkt jemand darüber nach, erneut wieder in dein Leben zu kommen. Auch eine Person, wo man hier in der Vergangenheit finanzielle Schwierigkeiten erlitten hat. So bekomme ich das hier gerade rein. Also wir haben hier eine Person, wo das Herz hier ist, wo die tiefen Gefühle sind und gleichzeitig hier mit diesem Kelch, was du hier oben sehen kannst, dass hier einmal sich das um das Finanzielle handelt. So bekomme ich das hier rein. Das hat sich auch klar hier eben auch gezeigt. Also jemand, der in der Vergangenheit hier Schwierigkeiten hatte, wo es bei dem einen oder anderen aber jetzt auch zu Komplikationen kommt, das bekomme ich hier nicht für alle, sondern nur für eine Gruppe. Ja? Also man denkt hier sehr, sehr viel nach. Und du willst diesbezüglich eine Entscheidung treffen. Wenn diese Person erneut in dein Leben kommen wird, willst du eine klare Entscheidung treffen. Das heißt, du wirst aus dem Verstand agierend sein. Ja? Du hast den klaren Fokus. Du weißt, was du möchtest. Ja? Das weiß er oder sie aber auch. Ja? Dass du sehr aus dem Verstand jetzt agierend bist. Ja? Oder in dieser Situation, wenn man wieder auf dich zukommt, dass du aus dem Verstand her agieren wirst. Ja? Wir schauen ja auf die Zukunft. Wir haben die drei des Feuers. Das kann hier sein eine Dreieckskonstellation. Wir haben hier die Situation, die männliche Person mit einer anderen Person, gleichzeitig aber auch die Gegebenheiten, vielleicht bist du noch in einer Partnerschaft, Dreiecks-, Vierecks-Konstellation. Zumindest möchte diese Person erneut in dein Leben kommen. Diese Person beobachtet, ja, beobachtet dich, Internet, Social Media, über Handy, ja, über WhatsApp. Also schau mal bitte. Hier wird eine faire und gerechte Entscheidung getroffen. Du wirst diese Entscheidung treffen. Du wirst hier nicht Feuer und Flamme sein. Definitiv nicht. Ja? Das bekomme ich hier so, weil du hier aus dem Verstand her agieren wirst.
weil du für dich diesbezüglich schon entschieden hast. Das könnte diese Person allerdings auch beobachten. Sprich, man schaut, dass du hier vielleicht auch in anderen Gegebenheiten bist. Gerichtliche Themen könnten hier entschieden worden sein. Ja, hier geht es um die Ressourcen, um die Finanzen bei dem einen oder anderen, wo ein Urteil gesprochen wird im Hinblick einer Scheidung, im Hinblick Sorgerechtsthemen, ja, in jeglicher Form. Werden hier auch Gespräche stattfinden in den kommenden Tagen, was die berufliche Situation beinhaltet. Ja, das kann hier bei dem einen oder anderen auch sein, dass hier plötzlich alles durcheinander geworfen wird, aufgrund, was du erfährst von außen. Also du schaust hier dir die ganze Situation an und wichtig ist es hier eben diese klare Entscheidung auch für dich zu treffen. Ja, ein Urteil wird gefällt, was ich schon sagte. Diese Person kann in der Vergangenheit sich getrennt haben und eine Scheidung ist diesbezüglich vonstatten gegangen und diese Person kommt aber erneut wieder in dein Leben. Ja, man kommt hier freundschaftlich auf dich zu. Du könntest dies auch von einer Freundin erfahren oder von einem Freund. Ja, das können auch andere Personen unmittelbar in deinem Umfeld sein. Ich sehe die häusliche Situation, dass du hier in deiner Stabilität bist. Hier ist etwas Hektik, hier ist etwas Aufruhr. Das kann hier auch mit einem Vater zu tun haben, dass hier etwas nicht stimmig ist, dass hier auch seitens einer sehr kraftvollen, machtvollen Person du diesbezüglich etwas erfahren willst. Das kann dein Chef sein, das kann in jeglicher Form etwas sein, ja, wo du jetzt etwas erfährst, wo du jetzt auf die Möglichkeiten schaust, auf andere Optionen diesbezüglich. Wir haben die Gerechtigkeit. Also hier wird ein faires, gerechtes Urteil gesprochen, indem du hier schaust. Ja? Du orientierst dich hier einmal auf das Neue. So bekomme ich das hier mit der Königin der Schwerter. Weil Entscheidungen werden hier getroffen seitens von außen eben auch. Ja? Und etwas Neues wartet hier auf dich. Wir haben hier auch die Versöhnung, wir haben hier die Rückkehr, eine Veränderung, die wieder eintretend ist. In der globalen Situation ist etwas wiederkehrend, ja, was dich Kraft kosten wird. In der Liebe haben wir hier die Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Also starke Anziehungskraft hier auch. Du ziehst auch dementsprechend das dann eben auch an, ja. Und wir haben eine Botschaft des Kupferdrachens. Eresloom erreicht dich. Also eine ganz, ganz wichtige Botschaft wird dich jetzt hier erreichen. Vielleicht hast du hier auch einen bestimmten Schutzdrachen, arbeitest vielleicht auch im Spirituellen mit Drachen oder Ähnlichem. Ja, ich sehe, dass hier wichtige Botschaften von Avalon zu dir gelangen möchten. Ja, aus der geistigen Welt, aus der göttlichen Welt. Du bist hier ganz, ganz stark geführt. Du stehst hier neben diesen, ja, das ist wie ein Feuerdrache, ja. Und du hast diesen Drachen mehr oder weniger, also im metaphorischen Sinne, gezähmt. Also du hast hier einen ganz, ganz starken Schutz. Und diese Botschaft, die dich erreichen wird, da wirst du geschützt sein. Ja, das ist irrelevant, was das ist, auch eine Gegebenheit von außen. Du hast hier Stärke an deiner Seite, du hast kraftvolle Personen an deiner Seite. Ja, das kann im familiären sein, im freundschaftlichen. Diese Personen geben dir Halt und Stabilität. Ja, also eine ganz, ganz wichtige Botschaft erwartet dich hier, die von absoluter Bedeutung ist. Und achte bitte auf diesen Tag, was jetzt auf dich zukommen wird. Ganz, ganz wichtig, ja. Dann haben wir hier, du sehnst dich nach Freiheit. Also du schaust in die Unabhängigkeit und du wirst dich befreien. Das kann jetzt auch im Beruflichen sein, ja, dass du jetzt andere Sehnsüchte hast, dass du raus möchtest aus einer Situation. Eine Situation, die gerade ist, im Werdegang ist zu kippen, ja, immer mehr eben kippt. Und du schaust jetzt hier auf deinen Weg, ja. Irrelevant, welche Vorhaben das sind, du bist geführt unter ganz, ganz starkem Schutz, damit du diesen Weg gehst. Ja, so bekomme ich das hier. Du sehnst dich nach Freiheit und du wirst diese Freiheit diesbezüglich bekommen. Du wirst dich selber befreien. Ja, deswegen hier so eine starke Kraft an deiner Seite. Und wir haben, wirf all deine Bedenken über Bord. Lass dich in seine oder ihre Arme sinken.
Ja, es kann auch sein, dass du hier kommunizierst mit der geistigen Welt oder mit dem Drachen, was ich schon sagte. Ja, nicht für alle, aber du bist jetzt hier auf deine innere Führung hören, weil du weißt, du bist geschützt. Oder du hörst jetzt hier auf einen weisen Ratschlag. Eine Person wird dir etwas übermitteln. Und zwar eine sehr, sehr kraftvolle Person. Eine Person, die durch die Vergangenheit schon sehr, sehr viele Erfahrungen erlebt hat. Ja? Und du solltest keine Sorge haben, du solltest dich trauen, diesen Weg zu gehen. Und den wirst du auch gehen, ja, weil hier liegt der Neuanfang. Du wirst etwas Neues beginnen. Vielleicht zögerst du noch, ja, dass du skeptisch bist. Aber du hast hier ein Ja. Irrelevant, welche Vorhaben das sind. Also noch einmal, eine ganz, ganz wichtige Botschaft wartet hier auf dich. Das ist auch jemand aus der Vergangenheit, das ist hier ein Seelenpartner, der dann eben wieder auf dich zukommen möchte. Sucht jetzt hier auch deine Nähe. Wir haben hier den Hund in Kombination mit dem Haus. Hier ist etwas Aufregung. Man ist aufgeregt, man hat Herzklopfen. Ja? Aber es ist sein, ihr Wunsch, wieder erneut mit dir etwas aufleben zu lassen. So bekomme ich das hier. Ja? Die heilige Vereinigung hütet deine Beziehung wie ein Schatz. Und diesbezüglich solltest du keine Bedenken haben. Ja? Also lass dich hier bitte auffangen, irrelevant, was das ist. Weil ich sehe hier noch die Skepsis. Ja? Dass du wirklich Sorge hast, aber das Ganze geht gut aus. Du wirst Frieden schließen. Du wirst in deine Harmonie kommen. Ja? Wir haben hier auch den König darauf. Und ich sehe das in Kombination mit dieser Karte auch. Ja? Was Seelenpartnerschaften beinhaltet. Was sich dann auch hier gezeigt hat. Ja, das ist dein Seelengefährte. Ich schaue jetzt einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Was möchte sich hier für dich zeigen? Also hier wirst du auch etwas erkennen. Ja? Es geht hier etwas in Heilung. Jemand sucht vor allem nach Möglichkeiten. Du suchst vielleicht nach Möglichkeiten. Ja? Und hier ist schon, dass man schaut, dass man beobachtet, dass man hier etwas belauscht. Ja? Einmal mit dem Bube der Erde. Dennoch wirst du hier, haben wir nochmal das Gericht, du wirst dich hier befreien. Das kann auch sein, dass du hier jetzt gerichtliche Entscheidungen treffen wirst. Ja, das bekomme ich auch geraten. Das kann mit der häuslichen Situation auch zu tun haben, dass du hier vielleicht mit Untermietern oder mit Nachbarn, dass irgendwelche Streitigkeiten sind, ja, dass hier belauscht wird, dass hier kontrolliert wird, dass man hier ganz genau schaut. Also es kann in jeglicher Form etwas sein. Und entweder du suchst hier gerade nach Möglichkeiten und Lösungen, die du auch finden wirst, ja, oder aber auch er oder sie hat plötzlich diese Lösung für etwas. Ja, also du wirst gewiss nicht mehr hier, weil wir haben den Narr und die Königin der Stäbe und gleichzeitig mit dieser Karte, der sieben der Kelche, wo du ja sehen kannst, hier haben wir auch einen Drachenflügel aus einem Kelch und gleichzeitig hier die Schlange. Die Schlange wird gehen, die Schlange wird rausgehen. Warum? Weil du erkennst, ja, das Falsche geht raus im Hinblick dessen, weil du hier erkennen wirst. Ja, weil du diese klare Entscheidung treffen wirst oder er oder sie ist in diesen Komplikationen und wird diesbezüglich diese klare Entscheidung treffen und man wird hier nicht aus dem toxischen Kelch trinken, denn du befreist dich jetzt hier, du gehst in die Unabhängigkeit und das hatten wir auch hier, du wagst jetzt etwas Neues. Ja? Für dich kommt das nicht mehr in Frage, da du in der Vergangenheit genug aus diesen Kelchen getrunken hast, die mehr oder weniger toxisch auch waren. Und das ist irrelevant, was das ist. Ja? Die Königin der Stäbe, das bist du. Irrelevant, wie du hier schaust, ob du als weibliche sowie männliche Person schaust. Du schaust jetzt auf die Möglichkeiten. Hier sucht aber jemand noch. Also habe bitte diesbezüglich Vertrauen. Hier geht es auch um einen Wagnis. Ja? Im Hinblick dessen, ob man jetzt dieses Wagnis eingeht oder eben aber auch nicht. Ja? Vielleicht blockiert hier noch etwas die Situation. Das bekomme ich stark im Globalen auch. Ja? Dass du gerne möchtest, aber irgendwo nicht weißt, wie und wo. Das bekomme ich hier auch. Das kann die Umzugssituation auch sein. Das eben alles, was ich sagte, ja, dass er oder sie hier in der Vergangenheit in Gegebenheiten war, was Immobilien, Häuslichkeiten etc. beinhaltet, ja, und möchte jetzt wieder erneut in dein Leben kommen.
Und wir haben hier, was ich schon sagte, noch einmal das Gericht. Also hier werden, wir hatten ja hier die Gerechtigkeit und hier das Gericht. Hier wird eine klare Entscheidung getroffen. Du wirst dich diesbezüglich auch zur Wehr setzen, ja? Weil hier unfair gespielt wurde. So bekomme ich das hier gerade rein, ja? Du wirst jetzt hier in die Position gehen, die vier der Erde. Du wirst aufstehen und dich wehren. Das bekomme ich für das Globale. Ja, hier wird ein Aufstand kommen, in jeglicher Form auch immer, wo man jetzt in die Entscheidungskraft geht, in die Kraft kommt, ja, in die Macherenergie. So bekomme ich das hier. Das Gericht. Gerichtliche Entscheidungen, gerichtliche Urteile. Du brauchst hier keine Sorge haben, du brauchst hier keine Angst haben, weil du bekommst hier Zuspruch. Ja, also du hast unterstützende Personen an deiner Seite. Das kann hier auch im familiären etwas sein, ja, was andere Personen beinhaltet, ja, im freundschaftlichen oder Elternteil ähnliches. Du hast kraftvolle Personen an deiner Seite. Ja, suche hier bitte nicht nach diesen Lösungen zu lange, weil du hast schon die Lösung. Ja, es ist schon da. Fokussiere dich nicht auf die Sorgen. Ganz, ganz wichtig. Ja, und hier sind Erpressungen. Ja, das hat sich hier schon mit der Züchtigung gezeigt. Das zeige ich dir einmal gleich. Die 5 des Feuers. Die Situation, entweder wo du hier gerade drin bist oder wo er oder sie gerade drin ist. Ja, in Form der Liebe. Dass du hier etwas wahrnimmst oder schaust, beobachtest. Ja, dass man hier nicht genug bekommt von dieser Person. Ja, also irgendetwas wirst du gewahr oder von der Situation. Also hier findet etwas statt, wo du dich jetzt von löst. Also jemand hat hier lange, sehr, sehr lange festgehalten. An einer Gegebenheit wurde hier auch immer festgehalten. Von der Familie, von Partnerin, Partner. Aber man wacht jetzt hier auf, man erkennt jetzt. Hier bekomme ich auch, dass du dich aus einer ungünstigen Situation befreist, weil du jetzt den Blick für etwas hast, was du in der Vergangenheit nicht hattest, ja? Wo es dann hier um das Finanzielle ging, dass er oder sie immer auf dich zugekommen ist oder eben um andere Gegebenheiten, dass er oder sie immer auf dich zugekommen ist. Das wird man jetzt erkennen. Also es ist auch für den einen oder anderen hier eine Lernaufgabe. Das bekomme ich auch gerade rein. Du wirst jetzt den Blick für etwas bekommen, was hier nicht stimmig war, was falsch war. So bekomme ich das hier. Weil diesen Fehler machst du nicht noch einmal. Du liegst hier mit der Königin der Schwerter. Du wirst diese klare Entscheidung treffen. Also wer immer jetzt auf dich zukommt, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Denn du fühlst es im Inneren, ja, was ehrlich gemeint ist und was eben nicht ehrlich gemeint ist. Also du lässt es nicht mehr zu, dass du hier dich der Gegebenheit hingibst. Das wirst du nicht mehr tun, ja? In jeglicher Form auch immer. Du schaust jetzt auf dich, auf deine Wünsche, denn es geht raus. Du heilst. Du gehst in etwas ganz, ganz Neues, ja? Und eben, was ich sagte, für eine Gruppe eben auch, dass du jetzt genau und detaillierter schaust. Also dir einen Überblick verschaffst, ja? Das bist du hier einmal in der Mitte. Und hier schauen. Ja, mehrere Personen und du wirst dir jetzt einen Überblick verschaffen über das Ganze, ja, denn du wirst hier an Größe gewinnen, du hast hier an Größe gewonnen durch Lernaufgaben in der Vergangenheit, ja, und einmal mit der Karte noch die 5 des Feuers. Was möchte sich hier zeigen? Du öffnest dich für neue Möglichkeiten, ja. Denn wir haben hier die unerwiderte Liebe. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Ja, und das wirst du jetzt erkennen. Du erkennst jetzt, wer es im Hinblick deiner ehrlich meint und wer eben aber auch nicht. Und du zeigst dich jetzt hier in vollster Form, in der Stabilität. Ja, also du erkennst diesen Kelch, der dir überreicht wird, was da drin ist. Ja, du durchschaust das Ganze, so bekomme ich das hier rein. Weil du hier einen ganz, ganz klaren Blick bekommen wirst. Die Macht, sich selbst zu erschaffen, liegt auch in dir. Ja, du erschaffst jetzt etwas ganz, ganz Neues und hast diesen klaren Fokus. Du hast etwas anvisiert und diesbezüglich wirst du jetzt deinen Weg gehen. Ja. Einmal mit der unerwiderten Liebe in Kombination religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Hier kommt ein großes Erwachen. Das hast du hier schon. Ja? In dem Sinne, dass dir jetzt etwas zugetragen wird.
ja, was wir hier schon hatten, dass du ganz, ganz wichtige Botschaften aus der geistigen Welt empfangen wirst. Deine Akasha-Chronik wird ganz, ganz stark geöffnet. Dadurch, was du hier erfahren hast, ja, und eben auch erfahren wirst. Dann haben wir die Gegebenheit, dass hier bei dem einen oder anderen kulturelle Gegebenheiten sind, Glaubenssätze, Glaubensmuster, dass du dich davon jetzt befreien wirst, dass du gerade einen Weg suchst, wie du dich davon löst. Das kann hier eine Partnerschaft sein, wo du nicht mehr glücklich bist, ja, wo die Liebe nicht mehr gegeben ist und du hier gerade versuchst, in etwas ganz, ganz Neues zu gehen, ja. Religiöse Faktoren. Und hier haben wir den Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Und du wirst jetzt in etwas Spielerisches Neues entgegengehen, weil der Narr spricht auch von Verspieltheit, sich etwas zu wagen, ein Wagnis einzugehen, ohne hier zu schauen, wo könnte ein Risiko sein. Ja, du wirst risikofreudiger, so bekomme ich das hier. Noch einmal mit dem Narr für dich. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, er oder sie liebt dich. Und das ist hier etwas Neues. Ja? Etwas Neues wird jetzt beginnen aufgrund dessen, weil du hier das Alte beendet hast. Ja? Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Also das ist bewusst für etwas Neues, ja? Dass diese Person schon bereits da ist. Hier wird dir eine Person in dein Leben gesandt. Und diesbezüglich darfst du jetzt vertrauen. Also du darfst deine alten Ängste loslassen im Hinblick dessen, dass du dich ungeliebt fühlst, dass etwas nicht funktioniert, dass du vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hast. Also das sind alles diese Dinge, wo du dir etwas nicht wagst. Ja, also werde ich hier bitte wagemutiger. Das zeigt sich schon hier ganz stark mit dem Drachen. Schau mal bitte, wie stark du hier geführt bist, ja, dass du diese neuen Möglichkeiten wahrnehmen darfst, dass es hier rausgeht aus Falschheiten, dass es hier rausgeht aus Gegebenheiten, dass du für dich keine Möglichkeiten hast, denn Möglichkeiten stehen dir hier zur Verfügung. Du erkennst es nur noch nicht. Das bekomme ich hier, dass man hier diesbezüglich noch eben Sorge hat bei dem einen oder anderen. Allein die Zeit wird es zeigen, also vertrau hier bitte, ja. Also es zeigt sich jetzt hier unmittelbar für den einen oder anderen eine Gelegenheit, wo du wirklich vertrauen darfst. Also komm hier raus aus diesen Sorgen. Ja, das alles hast du in der Vergangenheit erfahren. Ja, vielleicht auch hier in der Kindheit gewisse Dinge, die bei dir geschehen sind, wo du dann irgendwann nicht mehr vertraut hast, den Glauben verloren hast. Ja, dass du dein Herz diesbezüglich hier schließt. Aber hier gibt es eine neue Möglichkeit. Hier kommt jemand in dein Leben. Noch einmal mit der Karte, du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Also gib dem Ganzen bitte Zeit, wer auch immer jetzt in dein Leben kommen möchte. Du wirst den Blick haben und der Blick der Skepsis darf rausgehen. Ja, weil ich sehe, dass du ganz, ganz vorsichtig bist und dass du Angst hast, eine falsche Entscheidung treffen zu können. Ja, solange du etwas nicht wagst, kannst du nicht wissen, welche Entscheidung das diesbezüglich am Ende sein wird. Also wage dich hier bitte etwas Neues, weil ich sehe den Neubeginn. Ja, hier kommt es in der Liebe zu einer neuen Begegnung. Vielleicht ist es hier auch ein langwieriger Freund oder ähnliches, Freundin, ja? Also noch einmal, es kommt hier zur Stabilität. Hilfe und Unterstützung ist zu dir auch den Weg. Ja? Auch wenn du hier in die Gegebenheit kommst, wo hier ein Verlust kommt, in die beruflichen Situationen, in jeglicher Form auch immer, wir haben nochmal den Namen. Du gehst hier raus. Ja? Achte bitte darauf, ich bekomme hier gerade rein, weil du hast hier irgendwie dein Herz verschlossen. Irgendetwas möchtest du nicht sehen oder kannst nicht sehen, weil wir haben hier die vier der Münzen und ich bekomme hier, dass du irgendwo etwas nicht siehst, obwohl hier jemand auf dich zukommt. Das ist aber eine neue Person und du dich gerade so unabhängig gemacht hast und du dich hier eigentlich von befreit hast, gelöst hast und du möchtest hier im Grunde genommen nicht wieder eine Fehlentscheidung treffen aufgrund, weil in der Vergangenheit viel geschehen ist. Es geht aber jetzt in Heilung. Du gehst hier in eine ganz, ganz neue Richtung. Hier ist dein Richtungswechsel, ja? Also habe bitte Vertrauen, dass du hier nicht dein Herz verschließt, weil du gehst hier in etwas Neues, ja? Es kann auch sein, dass hier noch jemand festgehalten hat,
ja, aufgrund finanzielles, aufgrund Immobilien, aufgrund in jeglicher Form auch immer, ja, vielleicht kommst du hier nicht so schnell aus deinem Mietvertrag auch raus, möchtest umziehen, möchtest ins Ausland. Ich sehe viel das Ausland hier, ja, und dass es sich danach schwierig gestaltet. Das könnten hier Unterlagen sein, Formulare eben auch sein, die du beantragst oder eben aber auch fürs Berufliche. Also du kommst hier raus aus der Gegebenheit. Vor allem bist du hier gewählt, dass du diese Entscheidung jetzt für dich triffst. Hier sind Unterschiedlichkeiten, Gegensätzlichkeiten. Vielleicht unterscheidet ihr euch kulturell. Das bekomme ich hier für den einen oder anderen. Kann sein, muss nicht sein. Das kann hier das Äußerliche sein. Ja? Denn diese Person schaut zu dir hoch. Wir haben hier den Pinocchio. Jemand verehrt dich hier, ist hier auch im Herzschmerz, weil wir haben hier die Sense, was hier bei der männlichen Person einschlägt. Ja, das bekomme ich hier stark eben für den Gegenüber, wenn es hier noch um eine Partnerschaft geht, ja, wird man jetzt der Führung eben auch folgen. Aber auch in neuen Gegebenheiten, vielleicht übersiehst du diese Person erst einmal, ja, weil er oder sie hier eben anders ist, als die Personen in der Vergangenheit es waren. So bekomme ich das hier auch. Ja, also hier sind klar die Gegensätzlichkeiten. Und wir haben den Herrscher. Der Herrscher führt dich hier in eine Situation, was ich hier schon sagte mit der Königin der Schwerter. Sei bitte nicht so hart zu dir selbst, ja, indem du dich wieder öffnest. Triff klare, straighte Entscheidungen, aber verschließe dein Herz hier nicht. Ganz, ganz wichtig. Ja, du darfst eine Situation hinter dir lassen, wo du dein Herz verschlossen hast, ja, wo du dich ungeliebt gefühlt hast, wo es zu keiner Vereinigung kommen konnte, ja, aufgrund seiner, ihrer, deiner Themen. So bekomme ich das hier einmal. Die Züchtigung, das sind hier Erpressungen, die sind nicht ohne. Ja, wo ich schon sagte, das Ganze wirst du klären. Das Ganze wird hier eingeklärt, weil wir haben hier das Gericht Öffentlichkeit, ja. Also hier kommen ganz, ganz viele Klagen, im Globalen auch, dass man klagt, ja, aufgrund Schließungen, aufgrund existenzieller Ängste, ja, Existenzängste, die hier auftreten, wo vielleicht du gerade drin bist oder wo er oder sie gerade drin ist, ja, wo man hier gewisse Gegebenheiten klärt. Also in jeglicher Form, auch was hier belauscht wird, ja, was ich schon sagte, dass hier jemand schaut, dass jemand beobachtet, dass hier gewisse Dinge sind, aber du darüber hinweg siehst in der Hinsicht, dass du hier eben in deiner inneren Harmonie und Mitte bist, ja, dass du weißt, also du willst in der Hinsicht auch Recht bekommen. Auch ganz stark mit der Züchtigung in Kombination mit dem Herrscher, dass jemand hier eben eine gewisse Macht über dich haben möchte, in jeglicher Form auch immer, das kann jetzt hier in einer Partnerschaft sein, ja, wo dann eben etwas da ausgeübt wird, wo du dich immer befreist, weil wir haben hier den Nacht, du machst dich unabhängig, du gehst raus, du ziehst aus, du ziehst um, auch wenn hier noch Gegebenheiten sind, was ein Mietvertrag oder berufliche Verträge hier mit zu tun haben. Es werden auch neue Verträge abgeschlossen, ja, das sehe ich hier gerade für den einen oder anderen etwas Neues, weil wir haben hier ganz stark etwas Neues beginnt. Wir haben die Hohepriesterin, hier ist etwas im Verborgenen, im Heimlichen. Ja, was du aber weißt, denn du bist hier ganz stark geführt. Wir haben den Hierophant und du lässt dich hier führen. Du achtest auf deine innere Führung. Das hat mich hier schon ganz, ganz stark im Schutz. Ja, das hier auch nochmal die Akasha-Chronik, dass du jetzt erkennst. Du wirst etwas erkennen, du wirst mehr und mehr erkennen. Und diesbezüglich kommt für den einen oder anderen hier auch diese Versöhnung auch nicht mehr in Frage. Ja, so bekomme ich das hier gerade rein. Weil du lässt dich hier nicht mehr aufhalten. Du bist hier auf dem Weg nach oben. Was zeigt sich einmal? Hier haben wir ganz, ganz viele Botschaften. Wir haben hier deinen stillen Ruf nach göttlicher Ordnung wird erhört. Öffne dich für das Licht, das zu dir strömt. Also man wird sich hier jetzt öffnen. Man lässt jetzt hier geschehen. Also ganz, ganz viel Licht. Ja, hier wird ganz, ganz viel erkannt. Im Hinblick, was eben negativ ist und was positiv ist. Du bekommst jetzt den Blick für das Licht. Ja, also hier ist ein großes spirituelles Erwachen. Und du hast hier ganz, ganz viele Personen an deiner Seite, die entweder nicht mehr unter dir verweilen und stark aus der göttlichen Welt. Ja, bekommst du immer und immer wieder Botschaften. Und diesen Ruf vernimmst du jetzt. In der Vergangenheit hast du es nicht hören können, weil du dich ja immer und immer wieder darauf eingelassen hast. Ja, aber jetzt nimmst du wahr. Jetzt erkennst du, erschaffe einen heiligen Ort für dich
Und das wirst du tun oder hast du es bereits getan. Ja? Hier ist ganz, ganz viel Heiligtum, hier ist ganz, ganz viel Heilung, hier ist ganz, ganz viel Neues, hier wird etwas Großes entstehen. Schau mal bitte hier, ja? Indem du jetzt diese heilige Atmosphäre für dich schaffst, indem du zur Ruhe kommst. Wir haben Ehre, die lichtvollen Wesen an deiner Seite und sei dankbar. Und hier ist man eben mit Gegebenheiten, wo man das Gewisse nicht geehrt hat, ja? Wo man das Licht nicht gesehen hat, wo man erst das Licht erkennen durfte. Weil hier ist alles dunkel um einen herum. Und jetzt erkennst du aber, du bekommst einen ganz, ganz anderen Blick. Dein Blick wird stärker und stärker und du lässt dich hier nicht mehr auf die Dunkelheit ein. Ja? Weil du ja gerade aus einer Gegebenheit rausgekommen bist, ja, im Sinne von, metaphorisch gesprochen, du lässt Neues zu, du riskierst etwas, du gehst ein Wagnis ein, du schaust, was deine Wünsche, Träume und Ziele sind, du schaust auf das, was du verwirklichen möchtest und die Wesen Avalons sind auf deiner Seite, ja, also du wirst hier begleitet auf dem Weg zu dem heiligen Tempel. Ja, so bekomme ich das hier gerade rein. Also für die Zukunft, deine Vorhaben, bist du in Begleitung dieser lichtvollen Wesen. Geheimes Wissen sucht den Weg zu dir. Sei aufmerksam. Also hier sind ganz, ganz wichtige Botschaften, ja, wo du mehr und mehr erwachen wirst, wo er oder sie mehr und mehr erwachen wird. Weil man hat sich in der Vergangenheit im Dunkeln verloren, indem man sich nicht zugetraut hat, indem man negativ gedacht hat, indem man nicht in diesem positiven Denken war, indem man nicht dankbar war, indem man nicht das Licht erkannt hat. Ja? Und das erkennst du diesbezüglich jetzt deiner. Also achte bitte Träume, ganz, ganz wichtig, welche Botschaften dir irrelevant, wie sie dir vermittelt werden, durch die geistige Welt, durch das Göttliche, das Universum, dass jetzt ganz, ganz wichtige Botschaften dir zuteil getragen werden. Ganz stark hier eben auch für Lichtarbeiter, ja, für das spirituelle Erwachen, ja, dass mehr und mehr kommt auf Erden, dass mehr und mehr geschieht auf Erden, dass man mehr und mehr erkennt. Also es wird ganz, ganz viel erkannt, was ist denn hier längst nicht mehr stimmig, ja, im Hinblick auf das Globale, auf die Welt. Und wir haben, finde dein Gleichgewicht, bringe alles in dir, um dich herum in die Balance. Und das wirst du. Ja, das ist irrelevant, mit welchen Dingen du jetzt konfrontiert wirst oder womit er oder sie konfrontiert wird. Du bringst es in die Balance, weil du hier ausgeglichen bist. Ja, das heißt, du schaust nicht auf das Negative, du fokussierst dich auf das Licht. Ja, also alles wird hier jetzt geebnet, in die Balance gebracht. Und wir haben hier die riskante Versuchung, der Schein trügt, das ist das, was ich vorhin schon sagte. Ja, du erkennst jetzt, was dunkel ist, du erkennst jetzt, was hell ist. Du erkennst jetzt, was er oder sie von dir möchte. Er oder sie wird jetzt erkennen, ja, in einer Partnerschaft oder du in einer Partnerschaft oder im Beruflichen, in jeglicher Form auch immer, ja, wird man erkennen. Und hier ist mehr oder weniger jemand auf dem Weg zu dir und da dein Kronenchakra stark geöffnet ist und dein drittes Auge wirst du erkennen. Du wirst sofort erkennen, was hier ehrlich ist und was nicht ehrlich ist, ja, weswegen diese Person in dein Leben kommt, ja. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir, glaube daran. Und hier kommt eine neue Person in dein Leben, definitiv, ja. Du darfst jetzt optimistisch bleiben. Bleibe bitte in dem Optimismus. Es ist irrelevant, in welcher Form. Suche hier nicht nach permanenten Lösungen. Ja, ich sehe so eine Situation, wo man sich auf Dinge konzentriert, was aber nicht im Hinblick deiner zu dir gehört. Ja, also das heißt hier im Mangel zu sein. Finanzen und Karriere. Ja, finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Dass du jetzt eben nicht suchst, sondern dass du annimmst, dass du dich hier zur Wehr setzt. Und hier werden sich viele zur Wehr setzen. Ja, das bekomme ich hier einen großen Aufmarsch, der dann eben auch in den kommenden Tagen hier durch das Außen kommt. Sprich, dass hier viele Klagen vonstatten gehen aufgrund Schließungen, ja, aufgrund Existenzängste. Es wird gemeinsam nach Möglichkeiten und Lösungen gesucht. Ja, wo man bislang nicht aufgestanden ist, wo man bislang hier nur auf sich geschaut hat im Hinblick dessen, wann hier das nächste geschieht. So bekommst du es hier gerade rein. Ja. Finanz und Karriere.
Also hier, was ich schon sagte, dass hier jemand auch aus der Vergangenheit wiederkommt, bei dem einen oder anderen, ja, der dann eben auch erst etwas klären musste aufgrund Finanz und Karriere. Vielleicht hast du es hier mit jemandem zu tun, der eben stark auf die Karriere fokussiert ist. Aber selbst da wirst du diese klare Entscheidung eben für dich treffen. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Und es kommt hier jetzt das Glück, ja, auf dich zu, nicht im sofortigen, ja, für den einen oder anderen, sondern hier geht es ja noch um die Situation, dass du dich befreien darfst, ja, aus diesen Gegebenheiten. Und dass du vor allem diese Person, wenn diese Person also dir begegnet, im Außen, Internet, irrelevant, ja, dass du hier wahrscheinlich erstmal so für dich schauen wirst, ob das alles passend ist, ja, indem du hier in deine innere Balance, in deinen Frieden kommst, ja. Aber du wirst erkennen, romantische Gefühle, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Hier ist jemand aus der Vergangenheit, ja. Wir haben hier auch die Nostalgie mit den Kindern. Also jemand möchte aus der Vergangenheit hier in die Versöhnung gehen. Der eine oder andere wird eben diese klare Entscheidung treffen. Du gehst in etwas ganz, ganz Neues, weil du in der Vergangenheit falsche Erfahrungen gemacht hast. Oder aber auch, du gehst in diese Verbindung ein. Ja? Schau bitte individuell für dich, ist eine allgemeine Legung. Weil wir haben hier die riskante Versuchung in Kombination die unerwiderte Liebe. Und ich bekomme das klar für dich, dass du hier Sorge und Ängste hast. Ja? Aber diese Person, die aus der Vergangenheit jetzt kommt, bekomme ich nicht als unehrlich. Es kommt natürlich auf deine Situation an. Ja? Wurdest du in der Vergangenheit hier immer und immer wieder belogen, betrogen? Im Hinblick Finanzen, im Hinblick, dass du ihm oder ihr gegeben hast, ja, dass nichts auf gleicher Augenhöhe geschehen ist, sprich, das Geben und Nehmen war nicht im Einklang, ja, dann darfst du natürlich den Blick hier bekommen, ja, aber für, wo das Geben und Nehmen im Einklang war, wo er oder sie erst diese Themen klären musste, darfst du hier diesbezüglich vertrauen, das ist hier gefühlt, es ist so gewollt, weil hier musste jemand erst alte Dinge loslassen und wir haben hier ganz, ganz starke Gefühle, ja, dann ist es diese Person, die erst alte Dinge loslassen musste, dass man sich von Alten befreit hat, weil wir haben hier noch eine personenstarke Konkurrenzsituation, sehe ich hier, ja. Ob das jetzt in der Liebe ist, im Beruflichen ist, das ist eine starke Konkurrenzsituation, die sich hier zeigt. Und du bist hier aber, du gehst raus oder er oder sie geht aber raus, weil es nicht im Hinblick deiner Energien ist. Das sollte es auch nicht sein. Du solltest dich nicht länger mit Dingen befassen, die dir in keinster Weise gut tun. Ganz, ganz wichtig, ja. Denn wenn du Sorge hast, aus dem Kelch mit dem Toxischen zu trinken, trinkst du immer wieder daraus, ja? Weil du ziehst es ja dementsprechend an. Romantische Gefühle, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Und hier möchte dich jemand intensiver kennenlernen. Es ist irrelevant, wie du hier schaust, ja? Neue Freundschaften, neue Begegnungen, neue Partnerschaften, neue Möglichkeiten. Du ziehst jetzt hier ins Ausland, du suchst dir jetzt eine Wohnung, du findest auch plötzlich eine Möglichkeit, vielleicht hast du hier Tiere oder ähnliches, ja? Also nimm Chancen und Möglichkeiten bitte wahr. Sei nicht so skeptisch. Ganz, ganz wichtig. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Es ist wichtig, dass du in die Entscheidungskraft gehst, in die klaren Entscheidungen, was du diesbezüglich auch möchtest. Wohin soll es gehen? Ja, und hier erkennt jemand, hier ist Herzschmerz. Ja, und diese Person war höchstwahrscheinlich hier noch mit einer Partnerin oder Gegebenheiten, dass hier Einflüsse waren. Das Ganze ist blockiert, das darf in Heilung gehen, es wird in Heilung gehen und du wirst ganz, ganz viel Klarheit bekommen. Ja, achte bitte auf die Botschaften, was den Weg zu dir suchen möchte. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich umarmt. Bis dahin.